Corrid, Nicorid, Doc, giving them all that we got. Kick on the door, try to knock, but nobody answered. I'm going hard and taking my chances. I keep it moving, I keep advancing, keeping it gangster. Getting the perks and I'm happy to earn them. Mr. Ambitious, killing them vicious, Mr. Determined. Riding the storm, but focus on rainbow connections like Kermit. The world on my shoulders, it was a burden. Now I don't notice it, everything turning. Everything shifting, doing it different. I'm floating, I'm drifting. Shout out the slums, round the world, we uplifted. Doing it big. We about to change the game. We out here taking names. Let our voices rise. Let them reach the sky. We about to change the game. We out here taking names. Let our voices rise. Let them reach the sky. Let's go. Ja, alle Jahre wieder, möchte man sagen, in diesem Zusammenhang, wenn es ums Finale der deutschen A-Jugendmeisterschaft geht. Denn zum dritten Mal in Folge heißt die Paarung Füchse Berlin gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Ein herzliches Willkommen aus Potsdam, aus der Landeshauptstadt von Brandenburg. Hier in dieser Arena, in dieser tollen Arena, findet heute das Endspiel um die deutsche Meisterschaft statt. Das Rückspiel, denn das Hinspiel war ja schon vor einer Woche in Östringen. Bei mir Marcel Dammert. Und Marcel, 24-25, ein sehr knappes Ergebnis. Das war letztes Jahr deutlicher. Das heißt, wenn wir heute gewinnen, so die Ansage auch von Daniel Haase, dann werden wir gute Chancen haben, das deutsche Meisterschaft einzufahren, oder? Ja, erstmal herzlich willkommen auch von meiner Seite hier aus Potsdam. Ich finde, die Halle, die gibt auch gleich einen angemessenen Rahmen für so ein Finale. Du hast gesagt, zum dritten Mal in Folge. Ja, letztes Jahr war es deutlicher. Ich glaube, 8 Tore waren es, die Heimspielniederlage. Dieses Mal ein Tor, ich denke, es ist ausgeglichen. Die beiden Trainer sind da, glaube ich, der gleichen Meinung. Die gehen auch davon aus, dass es eigentlich unentschieden steht. Und hoffen wir mal, dass wir mindestens 2 gewinnen dann. Ja, und wir stehen hier quasi mitten im Fanblock der Rhein-Neckar-Löwen. Ich glaube, wir können mal ein bisschen schwenken. Die sammeln sich jetzt gerade noch hier unter uns. Das ist der Block C3. Da sind die Löwenfans entsprechend positioniert und die sind richtig gut drauf. Die gelbe Wand hier in der Arena in Potsdam. Und ist auch das letzte Spiel von Daniel Haase. Und er will nochmal alles raushauen. Und ja, dann gucken wir wieder hier hoch, Jürgen. Ich glaube, da wird es jetzt gleich richtig laut, oder Marcel? Mit Sicherheit. Also die Fans haben vorhin schon mal ein bisschen warm gemacht, wo die Mannschaft reingekommen ist. Also ich habe mein Wort nicht mehr so verstanden hier oben. Ich würde sagen, wir können auch kurz auf die Aufstellung. Ja, sag uns mal, du hast die Aufstellung, ich habe noch gar nicht drauf geschaut. Also im Vergleich zum Hinspiel haben wir in der Startausstellung Theo Sommer und Alexander Momba von vornherein dabei. Und die 44 Mark Hartmann, die fehlt jetzt hier in der Startausstellung. Und wir haben auch mit Sicherheit noch Passive, einen, den wir dann nachtragen können in der Halbzeit. An der Stelle, wo es eventuell, also hoffentlich nicht, aber vielleicht doch klemmt, können wir mit Sicherheit dann noch ein bisschen reagieren und einen nachtragen. Und dann sind wir zurück hier in der Arena in Potsdam. Und eben wurde es mal richtig laut hier unten im Fanblock der Löwen. Die haben sich schon mal eingetrommelt, eingeklatscht auf dieses Spiel. Und jetzt habe ich mal stellvertretende Elternrunde hier mit 3 Vertretern aller Elternfamilien, die immer da auswärts mit so tolle Stimmung machen, auch bei Heimspielen tolle Stimmung machen. Die Tanja Sommer, Christian Papst und Rüdiger Karrenbauer. Und wie gesagt, Sie stehen heute mal stellvertretend hier. Und an dich die Frage, Christian, auf was kommt es denn heute an bei diesem Spiel? Wir müssen einfach kompakt in der Abwehr sein und unsere Fehler im Angriff minimieren. Und einfach mal Vollgas geben. Und wenn wir Vollgas geben, überrennen wir sie. Okay, Tanja, an dich die Frage. Eine ganz tolle Stimmung hier wieder. Eine Wahnsinnsstimmung. Aber ich denke auch für eine Halle, einem Finale absolut würdig. Und ich freue mich, dass wir heute hier sein können. Wie wichtig wird es sein, dass die Löwenfans heute wieder alles geben auch? Die geben sicherlich alles. Wir sind ausgestattet mit Trommeln, mit Röten, mit Klatschen. Ich glaube, jeder, der heute hier in der Halle ist, hat irgendwas in der Hand und fiebert mit. Also es ist ganz, ganz toll. Ist verrückt. Man hört hier kaum noch was. Und Rüdiger, an dich die Frage. Ihr betreibt einen riesen Aufwand, immer zu den Spielen zu fahren. Wie kriegt man das eigentlich hin? Du hast ja auch 2 dabei, ne? Sogar. Ja, ist richtig. Ich habe tatsächlich 2 dabei. Aber ich glaube, wir haben hier in der Elternschaft eine richtig gute Stimmung, eine wahnsinnige Fanbase. Und es macht allen immer wahnsinnig Spaß, hier mitzufahren zu den Auswärtsspielen. Und man hört es ja jetzt schon bereits an der Stimmung, an der Kulisse. Alle fiebern mit. Und
werden die Jungs bis zur letzten Minute voll unterstützen. Ja, und die Tanja ist auch für uns, man sieht es vielleicht hier am Fotoapparat, da müsste ich auch mal Danke sagen, sie ist ja auch für uns immer aktiv mit den tollen Bildern. Sehr, sehr gerne. Und Tanja, welches Lieblingsbild wünscht ihr dir denn heute? Natürlich viel, viel Jubel, mir ist egal von welchem Spieler, viel Jubel, am besten am Schluss von allen, das wäre grandios. Christian, an dich die Frage, wie aufgeregt sind denn die Jungs? Lukas zum Beispiel, was hast du da mitbekommen? Ganz ehrlich, also er war heute Morgen noch sehr entspannt. Natürlich haben wir uns jetzt die letzten 3 Stunden nicht gesprochen. Ich denke mal, wenn ich hier die Halle sehe, es ist mega. Es ist einfach ein geiles Gefühl, denke ich mal, hier zu spielen, auch für die Jungs vor dieser Kulisse. Also aufgeregt. Und Tanja, hast du von Theo was mitbekommen? Wie geht er mit solchen Situationen um? Ist ja nicht das erste Finale, ne? Nee, es ist tatsächlich schon das 4. Finale. Es ist unglaublich. Wir sind zu Hause losgefahren, sagt unser Jüngster. Ja, wir fahren schon wieder zum Finale. Ist ja fast normal, aber ist eigentlich gar nicht normal. Von Theo allerdings hört man da ganz wenig. Also er ist sehr zurückhaltend, ist sehr konzentriert, fokussiert und wir lassen den auch ganz bei sich. Und hinterher können wir noch genug erzählen dann. Und Rüdiger, du hast ja 2 erwähnt, wie es bei Laurin und Lennart? Ja, ich hatte eben kurz vor dem Spiel noch tatsächlich die Gelegenheit, vor der Halle mit beiden kurz zu quatschen. Sie haben bis dato einen ganz entspannten Eindruck gemacht. Natürlich so eine positive Grundaufgeregtheit gehört mit dazu. Aber vor dem Spiel versuche ich die beiden dann auch im Tunnel zu lassen und sich auf das Spiel zu fokussieren. Wunderbar. Danke an euch. Und wie gesagt, das ist stellvertretend für alle Eltern, Familien, die hier mitgereist sind, alle Freunde, alle Löwenfans, die uns so toll begleitet haben über die ganze Saison. Und heute geht es einfach nochmal darum, den großen Titel einzufahren. Danke euch. Danke. Ja, und wir machen jetzt, glaube ich, etwas Werbung. Ja, machen wir kurze Werbung, dann haben wir noch interessante Gesprächspartner hier in Potsdam. Bis gleich. So, da sind wir zurück in der Arena in Potsdam. Ich begrüße bei mir Emir Kurtagic, den Jugendnationaltrainer des Deutschen Handballbundes. Emir, hallo, ich hoffe, du verstehst es einigermaßen. Jetzt wird es ein bisschen leiser hier. Tolle Stimmung hier in Potsdam. Sehr, sehr interessant, sehr laut. Du wirst es sicher auch bald erleben, ne? Dann als künftiger Trainer des VfL Potsdam. Aber wir reden erstmal heute über den DHB bzw. über das Endspiel um die deutsche Meisterschaft. 24-25 das erste Spiel. Was heißt das? Steht in Chancen jetzt bei 50-50? Kann man das so sagen? Ja, ich glaube auf jeden Fall. Beide Mannschaften haben tolle Saisons hinter sich. Mach mal ein bisschen höher, bitte. Beide Mannschaften haben tolle Saisons hinter sich. Sie haben beide über diese ganze Spielzeit beeindruckende Leistungen gebracht. Und ein Tor ist sowieso, es ist okay, es ist ein Sieg. Das heißt, Rhein-Neckar-Löwen, wenn sie deutsche Meister werden wollen, müssen sie das Spiel auf jeden Fall gewinnen. Aber ein Tor ist auf jeden Fall auch aufzuholen. Deswegen bin ich bei dir, so 50-50. Okay. Es ist ja auch das letzte Spiel von Löwentrainer Daniel Haase. Seit 2018 bei uns, bei den Junglöwen. Tolle Erfolge erzielt, Dauergast in Finals 2022, auch deutscher Meister. Wie bewertest du denn seine Arbeit? Ich muss sagen, einfach überragend. Daniel macht das fantastisch seit Jahren, wie Sie das gerade angesprochen haben. Er hat tolle Mannschaften, tolle Jungs auf ihren Weg Richtung Profi-Handball mitverfolgt und entwickelt und das ist einfach aller riesen großer Respekt vor seiner Leistung und vor seiner Arbeit, natürlich auch vor der Arbeit der Rhein-Neckar-Löwen und deswegen freue ich mich, dass er auch in seine Entwicklung und in seiner Karriere den nächsten Schritt jetzt auch gewagt hat und da drücke ich ihm die Daumen und wünsche ihm viel Erfolg. Okay, blicken wir auf die EM, U18 EM in Montenegro in diesem Sommer. Kannst du uns da einen kleinen Ausblick geben? Also wir im Endeffekt werden wir jetzt mit der Vorbereitung nach diesen Wochen beginnen, weil heute spielt die A-Jugend, morgen die B-Jugend. Danach sind die Jungs erstmal in der Ligabetrieb fertig und so können wir dann den Fokus auf die Nationalmannschaft legen. Es wird ein interessanter Sommer auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass es ein spannender Sommer wird mit einer tollen EM in Montenegro und da hoffe ich, dass wir A, alle gesund haben werden und B, auch eine gute Vorbereitung machen, sodass wir auch mit breiter Brust nach Montenegro fahren können. Ich habe es ja vorhin gesagt, du wechselst wieder die Seiten sozusagen. Du warst Vereinstrainer, jetzt DHB-Trainer, jetzt wieder Vereinstrainer.
neue Aufgabe VfL Potsdam als Bundesliga-Aufsteiger. Welche Erfahrung bringst du jetzt mit, als Vereinstrainer, aber als auch Verbandstrainer, dieses jetzt zusammenzuführen? Geht es darum? Also es wird, also auf jeden Fall wird es jetzt wieder ein Tagesgeschäft sein, wo ich halt viel öfters in der Halle stehe und mit den Jungs in der Trainingshalle bin. Aber für mich aktuell ist natürlich in erster Linie der Fokus auf die Nationalmannschaft, auf diese EM, die auch wirklich eine große Bedeutung für den Verband auch hat, so dass ich da wirklich meine maximale Energie erstmal da reinstecken werde. Und das, was dann nach dem Sommer kommt, ja, das ist auf jeden Fall spannend, sonst hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht. Ich freue mich schon, aber wie gesagt, bis dahin ist noch ein bisschen Zeit und erstmal ist meine Freude und vor allem auch mein Fokus auf den Sommer gerichtet mit der U18. Okay, wir wünschen dir für beides alles Gute, sowohl bei der U18-EM, dann auch als Trainer des VfL Potsdam. Danke dir, das war der Bundestrainer Emir Kurtatic und wir machen eine ganz kurze Pause, beziehungsweise sammeln uns kurz ohne. Geben wir vielleicht mal ein bisschen Emotionen aus der Halle wieder. Okay, ich denke, ihr habt ein bisschen was mitbekommen. Marcel, gleich kommen die Löwen auf das Feld. Ist alles gesagt oder hast du noch ein, zwei Infos für uns? Also ich denke, wir brauchen jetzt nicht mehr viel zu sagen. Ich war eben noch kurz bei unserem Trainer, Co-Trainer, der ist heiß. Der kann leider nicht mehr hier hochkommen. Gut, ist auch verständlich, dann lieber danach. Und ich denke, wir freuen uns jetzt alle aufs Spiel und Gäste laufen jetzt auch gleich ein. Und dann sehen wir uns nach dem Spiel wieder. Hoffentlich erfolgreich. Genau, also haben wir alles gesagt. Das war auch schon die Überleitung auf die Zeit nach dem Spiel. Wir melden uns dann direkt nach dem Spiel wieder hier live, hoffentlich dann mit Meister Interjust, der Junglöwen. Und ihr hört es, hier in der Halle ist Stimmung pur. Wir verweisen jetzt auf Sportdeutschland TV. Die Füchse Berlin übertragen dieses Endspiel natürlich live und auch kostenfrei. Ihr seht das alles hier im Link oder auch auf unserer Homepage Sportdeutschland TV und nachher wieder hier einschalten auf unserem Channel. Und dann freuen wir uns, wenn wir uns wiedersehen. Bis dahin ein gutes Spiel für euch auch da draußen. Überhaupt kein Problem. Das sah ein bisschen aus wie bei einem Justin Bieber-Konzert. Dankeschön, Patrick Retzky, und viel Spaß beim Spiel. Es gibt ja Köche, die sagen, jeder kann kochen. Ich glaube, der Eierpfannekuchen, der wird ja gelingen, aber da sehe ich fit aus. Naja. Jetzt noch 59 Minuten. Das erspare ich euch aber. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao. Wenn du nicht weißt, ob du lachen oder weinen sollst. Der Moment, dass du es echt nicht glaubst. Wenn alles zu spät ist. Offen und ehrlich, ihre Nerven können wir nicht versichern, aber ihr Familienleben. Da sind wir zurück nach dem Spiel in der Arena in Potsdam. Ich begrüße bei mir Jochen Bebler, den Bundestrainer, Chefbundestrainer des Deutschen Handballbundes. Jochen,
Und wenn wir so einen Experten da haben, lass uns jetzt kurz auf das Spiel gucken. Es war am Ende doch noch sehr eng. Das Hinspiel war auch eng. Was hat aus deiner Sicht heute noch den Ausschlag gegeben dann? Also erstmal will ich bei dem bleiben, was du schon gesagt hast. Das war ein enges Spiel und rückblickend auf zwei Spiele, muss ich jetzt mal aus Löwensicht sagen, muss man echt den Hut ziehen, wie sie im Hinspiel schon der 40. Minute eigentlich bei minus 4 fast weg waren. Heute in der ersten Halbzeit minus 4, dann in der zweiten Halbzeit eigentlich bei minus 5 vielleicht auch schon das Ding herzugeben. Und man muss wirklich den Hut ziehen, wie die Jungs es bis zum Schluss gemacht haben und durchgezogen haben, immer daran geglaubt haben, sich nicht haben hängen lassen. Und das tut zwar mehr weh, wenn es am Ende dann so knapp ist, aber diese Leistung, vor allen Dingen mental, die verdient vor allen Dingen auch Respekt. Du hast ja letztes Jahr bei uns im Interview das Final oder die Finalbegegnung als El Clasico bezeichnet. Das war jetzt auch das dritte Mal. Die Löwen gewöhnen sich gern daran, Finalteilnehmer zu sein, vielleicht dann auch mal mit einem besseren Ende. Waren das auch die zwei besten Mannschaften, die wir gesehen haben? Und waren das die Leistungen, die das auch nochmal bestätigt haben von beiden? Also ich denke, wir haben zwei würdige Finalisten gesehen. Ich denke, das kommt dann in so einer Konstellation, wie man ins Finale kommt, natürlich manchmal auch darauf an, hat man Hinspiel zuerst oder auf wen trifft man. Aber auf jeden Fall haben wir zwei würdige Finalteilnehmer gesehen und haben zwei tolle Spiele gesehen. Heute war sehr wahrscheinlich die Phase nach der Halbzeit so eine entscheidende, wo die Löwen einfach lange kein Tor lange oder nur ein Tor geworfen, ja. Genau, und sind dann einem Rückstand hinterhergelaufen. Das war gegen diese massive Abwehr der Berliner, die sie lange Zeit gestellt haben, dann auch wirklich schwer. Sie haben sich die Tore hart erarbeitet, Berlin da am Anfang oder bis zur 40., 45. mit schnelleren oder einfacheren Toren. Und von daher war, glaube ich, diese Phase nach der Pause dann auch eine entscheidende. Und das sind ja auch die Spiele, auf die freuen wir uns, nicht nur sportlich, sondern auch mit so einer tollen Atmosphäre beim Hinspiel, aber auch beim Rückspiel. Wie hast du es empfunden heute und am letzten Samstag auch? Also es war ja schon in Östringen ein Hexenkessel, auch das bin ich von den Finalspielen dort gewohnt. Und so wie du sagst, wir sagen ja auch, dass das wichtige Spiele für die Entwicklung sind. Und heute steht für die Jungs natürlich Gewinnen oder Verlieren im Vordergrund. Langfristig ist aber Gewinnen, dass sie in diesen Vereinen, in diesen Strukturen, wo sie sind, wo sie in den letzten Jahren lange in ihr Talent investiert haben, unterstützt worden sind, dass sie mehr solcher Spiele in Zukunft auch bekommen und dass sie vor allen Dingen bei den Vereinen, wo sie sind, jetzt dann auch die Chance bekommen, sich weiterzuentwickeln, nach oben zu gehen. Weil letztlich geht es auch darum, dass sie für das, was sie investiert haben, auch langfristig belohnt werden. Nicht nur heute mit einer Medaille, egal ob die Gold oder Silber ist. Und es stehen ja auch noch ein paar internationale Wettkämpfe dann im Sommer an. Schauen wir, wie da die Deutschen abschneiden. Ja, ich danke dir. Vielleicht stehen wir nächstes Jahr wieder beim Finale hier zusammen oder irgendwo anders. Das würde mich freuen. Und das war Jochen Beppler, Chefbundestrainer des Deutschen Handballbundes. Und ja, und da geht es weiter mit den Interviews hier. Ich begrüße Felix Göttler bei mir und Alex Momba. Ja, ist immer schwierig, da jetzt die richtigen Fragen zu stellen. Aber wenn wir mal auf die zwei Endspiele jetzt schauen heute, ihr habt euch so toll zurückgekämpft. Was hat aus deiner Sicht, Felix, jetzt noch gefehlt, um das vielleicht am Schluss nochmal rumbiegen zu können? Immer nach der Halbzeit, die nächsten 10 Minuten nach der Halbzeit, machen wir immer zu viele technische Fehler und verwerfen zu viele Bälle. Und wenn wir das abgeschaltet hätten, hätte es heute klappen können. Aber haben uns nochmal gut rangekämpft, was auch gut ist, aber hat jetzt dann am Schluss leider nicht gereicht. Wie habt ihr das auf dem Feld erlebt dann, die Phase lange Zeit, ich glaube 12, 13 Minuten, nur ein Tor in der zweiten Halbzeit. Was kann man da spontan ändern dann? Das ist ein bisschen schwer zu erklären, weil man es selber nicht ganz versteht auf dem Feld. Es ist halt ein Fehlwurf nach dem anderen, kann man jetzt danach nicht mehr ändern, aber auf dem Feld fühlt es sich ein bisschen surreal an, weil man gar nicht versteht, woran es liegt. Wir haben ja eigentlich unser klares Konzept. Es ist schade, dass jetzt dann immer mal wieder die Phase aufgetaucht ist, über die ganze Saison schon. Alex, an dich die Frage, wir haben jetzt zwei sehr enge Endspiele erlebt. Wie hast du es insbesondere heute erlebt, diesen Spielverlauf? Der war ja schon ein bisschen grotesk, lange Zeit dann kein Tor. Wie hast du es erlebt? Also ich fand, dass Felix richtig gesagt hat, kurz nach der Halbzeit sind wir die ganze Saison schon immer, dass wir die ersten 10 Minuten, ersten 5 Minuten verpennen. Es war heute jetzt wieder so und dann gehen wir mit 2 oder 3, glaube ich, in Rückstand. Und dann verkackst du dir 120 Minuten in 5 Minuten und dann wird es halt schwer, dann war es hinten raus wieder knapp, dann hin und her, aber dann läufst du die ganze Zeit im Rückstand hinterher und ja.
diese Atmosphäre, also von euren Eltern, Familien, die Löwenfans, die euch da angefeuert haben, die ganze Saison schon, wie hast du das erlebt heute, die Atmosphäre? Das ist überragend. Also es ist, man sieht es ja, wir haben hier in Berlin quasi ein Heimspiel durch die Fans. Also es war überragend. Die sind uns nach Hamburg, die sind überall hingefahren. Das war wirklich ein super Support, den man auch nicht als selbstverständlich ansehen kann. Genau. Aber ja. Im Endeffekt es ist cool, so Fans zu haben. Wäre noch schöner, sie mit einem Sieg zu belohnen. Es war euer letztes Spiel heute für die Junglöwen. War eine Zeit, die euch da sicherlich auch sehr geprägt hat. Felix, da bleibt nicht nur die Atmosphäre oder die Unterstützung hängen, oder? Kannst du das irgendwie zusammenfassen in ein paar Sätzen, die letzten Jahre hier? Ja, ich bin jetzt, war jetzt meine 6. Saison hier. Seit 7 Jahren trainiere ich hier und es ist einfach unfassbar wertvoll gewesen. Also wie viele Leute ich kennengelernt habe, mit welchen ich jetzt immer noch zusammenspiele. Auch private Freundschaften hier, die Spieltage übers Wochenende. Es war einfach unfassbar geil. Ja. Was hat dir das persönlich gebracht? Du hast dich ja über die Jahre hinweg jetzt auch super toll entwickelt. Also nicht nur in der U19, wer die Spiele bei uns in der dritten Liga mitverfolgt hat, hat auch über 140 Tore in der dritten Liga auch gesehen von dir. Das war eine Mehrfachbelastung, aber du hast es super toll gemeistert. Ja, es war gut durchgeplant. Also ich habe eigentlich nie doppelt an einem Tag trainiert, sondern immer nur einmal. Und es war einfach eine ziemlich gute Abstimmung zwischen Daniel und Allah. Und dann ging das und die 2 Spiele am Wochenende kriegt man immer hin, war dann ja auch mit der Belastung gesteuert, außer es war jetzt ein super wichtiges Spiel. Es war einfach für mich ziemlich wertvoll, jetzt noch schon dieses Jahr viele Anteile im Herrenbereich zu bekommen, da auch eine gute Rolle zu kriegen. Alex, du wechselst nach Dansenberg. Was nimmst du insbesondere mit für die weitere Handballkarriere? Ich glaube, dass die Junglöwen hier eine super Jugendausbildung geben und dementsprechend alles, was ich handballerisch so drauf habe, würde ich sagen, vieles davon habe ich hier gelernt. Habe sehr viel weiterentwickeln können an mir selber und hoffe, dass ich das dort in das Team optimal einbringen kann. Also sei es in der Abwehr oder im Angriff. Also, ja. Felix, Daniel Haase ist dein alter, auch neuer Trainer beim TuS im Essen. Aber für dich nochmal eine Herausforderung, da geht es in der zweiten Liga nochmal anders zur Sache. Kannst du, ist schwer heute, weiß ich, aber gibt es da schon mal einen Ausblick, was du dir da vorgenommen hast? Ja, ich habe mir erstmal vorgenommen, mich gut ins neue Team einzubringen, weil ich mit Abstand der jüngste Spieler bin beim TuS im Essen und will auch privat möglichst gut dort ankommen. Ja, und will dann mir meine Spielzeit erkämpfen. Also ist klar, dass ich nicht so viele Einsatzzeiten kriege wie hier, aber ich weiß, dass ich von Daniel immer das Vertrauen habe und versuche halt jeden Tag an mir zu arbeiten, dass ich möglichst viele Minuten bekomme. Super. Das war's bei den Rhein-Neckar-Löwen. Ich kann stellvertretend sagen, ihr habt beide eine super geile Zeit für uns auch gebracht. Wir haben uns da echt sehr drüber gefreut. Wir alle drücken die Daumen, dass es in Dansenberg erfolgreich weitergeht, dass es in Essen weitergeht. Euch alles Gute. Ja? Danke. Vielen Dank. So, und wir haben dann gleich Daniel Haase bei uns. Ich schaue mal rum, der ist auf dem Weg zu uns. Dann bleiben wir gleich live drauf. Hallo. Daniel, hallo. Glückwunsch zur Vizemeisterschaft. Ich hätte gern das Vize weggelassen. Es waren 2 wirklich enge Spiele auch in Östringen am Samstag. Ein Tor für die Füchse. Heute das enge Spiel, was uns imponiert hat, wie er euch zurückgekämpft hat. Wenn wir mal mit dem anfangen können, wenn wir aufs Spiel gucken. Wie hast du es empfunden alles? Ja, danke. Ja, diesmal nehme ich das nicht so gerne an. Weil wenn man uns zurückkämpfen muss, dann haben wir ja vorher auch einiges falsch gemacht. Und im Moment bin ich ganz schön sauer noch, dass wir 2-mal nach der Halbzeit einfach nicht das machen, was wir sagen. Einfach nicht zuhören, 3 Angriffe brauchen, um einen Spielzug anzusagen, den wir vorher angesagt haben. Und komischerweise in der Zeit die Füchse auf einmal +4 führen. Das ist ja schön, dass wir kämpfen, aber es wäre mal schöner, wenn wir zuhören und Sachen mal richtig machen. Okay, ich habe auch die Spieler eben gefragt, wie man das dann im Feld erlebt. Es war nur ein Tor und man nimmt sich was vor. Ich kenne dich, du gibst ja auch die Anweisung entsprechend. Wie schwer ist es dann, da noch während dem Spiel dann Einfluss zu nehmen? Du hast die Timeout dann genommen und wirst sicherlich nochmal dann die Ansprache entsprechend gestaltet haben. Aber wie schwer ist es dann, die Spieler zu erreichen? Ja, ich denke, alle haben 2 Ohren und können zuhören und dann sollen sie es einfach machen. Haben sie nicht. Von daher bin ich ein bisschen säuerlich, weil das war so unnötig wie ein Kropf. Am Ende fehlen 2 Tore. Und wenn wir wirklich diese 2 Tore heute nicht hätten schaffen können, dann wäre ich richtig sauer. Aber eine Parade mehr, ein Ballgewinn mehr, nicht jetzt Vorwurf an persönliche Leute, aber wenn 2 Szenen das Spiel entscheiden und wir am Ende das Ergebnis haben, dann
ist es ziemlich unnötig. Okay, ich kann dir den Ärger oder die Säuernis jetzt leider nicht nehmen, würde es gern machen, auch in unserem allem Interesse. Jetzt versuche ich mal irgendwie so die Kante zu kriegen auf deine letzten Jahre, also die seit 2018 bei den Jungen Löwen und Dauergast in den Finals, ja, jetzt das dritte Mal gegen die Füchse Berlin. Wenn man jetzt mal das ausblendet heute, das ist ja auch eine super Bilanz. Ja, habe ich mir natürlich viel Gedanken gemacht letzte Woche, ist eine super Bilanz. Vor einem Jahr waren die überlegen, vor zwei Jahren waren wir überlegen. Jetzt war es, glaube ich, ein Kampfspiel und da war die glücklichere, aber auch die bessere Mannschaft gewonnen. Die abgezocktere Mannschaft, muss man ja ganz klar sagen. Ist auch nichts, soll nicht den Sieg der Füchse schmälern, das war verdient. Ja, wäre lieber andersrum besser, aber jetzt ist es so. Trotzdem war es natürlich ein schönes Ereignis mit vielen Fans, Mediateam, auf beiden Seiten vielen Zuschauern. Ich weiß nicht, wie das so im Livestream rüberkam. Hätte ein bisschen mehr Spaß gemacht, wenn wir das am Ende noch gemacht haben. Aber natürlich blicke ich nach 124 Spielen, nach 6 Jahren, ja, haben wir ja schon öfters erwähnt, positiv darauf. Zeigt, dass wir auch Stellschrauben haben, die wir drehen müssen, können, wollen, weiß ich nicht. Aber ist so. Ja, es waren viele Punkte, die wir auch gemeinsam da gemeistert haben. Und das war immer ein sehr offener, vertrauter Umgang. Vor allen Dingen ging es da nicht um persönliche Dinge, sondern um das Vorankommen von allen. Und ich glaube, das war auch, oder ich weiß, das ist auch das, was dir immer wichtig war, dass es ja um Titel geht, im Endeffekt, um Spiele zu gewinnen, aber dass du auch ein Augenmerk hast auf das Drumherum, ja, auf die Entwicklung der Spieler. Ich weiß auch, dass mit vielen Spielern, die hier mal waren, auch regelmäßig Kontakt besteht mit dir und dass dir einfach das gesamthafte Entwickeln wichtig ist, der Spieler. Ja, auf jeden Fall. Das fällt natürlich jetzt schwer nach dem Spiel, aber wir haben es ja letzte Woche auch schon auf der Pressekonferenz gesagt, mir liegt da viel am Herzen. Natürlich bin ich jetzt sauer auf die Jungs und die vielleicht auch sauer auf mich, das soll auch so sein. Aber die Gesamtentwicklung, glaube ich, auch der Jungs und deren Entwicklung und deren Ansprüche oder der Ansprüche an die Jungs ist gewachsen. Ja, das haben wir erarbeitet und ich hoffe, dass das weitergeführt wird. Weil das kann man nicht nur, ich habe es auch nicht in 6 Jahren auf die Beine gestellt, das muss man auch mal deutlich sagen, davor war auch eine Basis und die Basis ist jetzt auch da und ich würde mich natürlich freuen, wenn das im Sinne der Jungs in der Sache weitergegangen wird, auch das drumherum mit Mediateam, Sponsoring und so weiter, wenn man das einfach, ich bin ja nicht die Nabel der Welt, das kann, muss man auch mal sagen, da nichts erschaffen alleine, von daher hoffe ich, dass der Verein das einfach weiterführt, ein paar Eindrücke mitnimmt, wenn sie ein paar Eindrücke scheiße finden, dann sollen sie die auch lassen, aber vielleicht da mal drüber nachdenkt, ob das manche Sachen, die ich gesagt habe, auch richtig waren. Ich möchte dir da allen Respekt zollen und ich habe bisher noch keine Stimme gehört, die gesagt hat, gut, dass Daniel weggeht. Das Gegenteil ist der Fall. Ja. Und das zeigt ja, was du in den letzten 6 Jahren bei den Rhein-Neckar-Löwen im Nachwuchsbereich hier gemacht hast. Das freut mich auch sehr, also das muss man ja sagen. Also ich habe sehr viele Bekundschaften bekommen, sehr viele Einladungen, die kann ich wahrscheinlich alle gar nicht abarbeiten jetzt in den nächsten 6 Wochen. Ansonsten habe ich ein Problem, ja, zeitlich und körperlich. Aber nein, ich habe viele nette Menschen oder sehr, sehr nette Menschen kennengelernt, die in der Sache waren, viele Eltern, viele Spieler, euch, die ich vorher nicht kannte. Da bleibt sicherlich was hängen und wer mich kennt, wenn ich jetzt nach Essen komme, treffe ich wieder Leute nach 6 Jahren, die sich freuen, mich zu sehen oder hoffe ich, vielleicht auch nicht, aber genauso möchte ich, wenn ich hier hinkomme, dass das hängen bleibt, das Ganze und dass man gerne sich wieder sieht und gerne wieder kommt. Ich finde, das ist beidseitig immer das Beste, was man sagen kann. Deshalb guck mal in meinem WhatsApp-Statusspruch, der Spruch ist alt, aber der ist vom ganz guten Trainer. Wunderbar. Und wir möchten Danke sagen seitens des Mediateams und das ist auch gleich jetzt unser Abschluss und dann kommt doch alle mal auch mit nach vorne, die Hanna. Altes Bier wäre nicht schlecht. Ja, das konnte man nicht kühlen. Die Hanna ist da, die war heute mit in der Regie dabei, der Marcel, den haben wir schon gesehen. Und der Jürgen kommt jetzt auch irgendwo ein bisschen mit, ich rutsche ein bisschen rüber in die Kamera mit rein. Und das soll unser Dank sein, Daniel. Du hast uns nicht nur Freude bereitet mit den vielen Interviews, sondern auch, ich erinnere mich an die Co-Kommentierung von dir in der dritten Liga, die wir zusammen gemacht haben. Das war immer sehr bemerkenswert und hat auch mir viel gebracht. Das hat echt Spaß gemacht. Und da bist du auf jeden Fall jederzeit eingeladen. Der berühmte Platz ist bei uns immer frei auf dem Kommentatoren. Melde mich. Mindestens auf dem Kommentatorenplatz. Und wer weiß, wo wir uns noch hier sehen. Vielleicht auch mal so als Experte so ein Spiel zu begleiten. Wer weiß es. Wie gesagt, du bist immer eingeladen. Vor mich sehen zu lassen. Ich danke auch euch, habe ich letztes Jahr auch gesagt. Deshalb ihr verbindet das ja auch immer mit so einem kleinen Roundtrip und so. Vielleicht ist es ja mal ein anderes Ziel als Berlin. Nichts gegen Berlin oder Potsdam, aus. Aber vielleicht reicht das jetzt auch in mal eine andere Stadt. Nee, danke an euch, das habe ich ja schon letztes Jahr gesagt. Das ist nicht selbstverständlich und ich hoffe, dass das auch nicht selbstverständlich bleibt, auch von Vereinsseite, dass wir das weiter unterstützen, auch wie Profis und Junglöwen, weil ich glaube, das ist schon ein Unterschiedsmerkmal, wenn man auf die Homepage geht und die nicht erst nach 4 Tagen aktuell ist, sondern aktuell eine Stunde später Videobeiträge. Da steckt ja auch eine Menge Arbeit hinter.
es macht mir bei einem schlechten Tag immer noch ein gutes YouTube-Pressekonferenz anzugucken. macht dann Spaß und das macht ja auch was aus. Und ja, da danke ich euch für. Das hat auf jeden Fall die Arbeit unterstützt, professionalisiert und vielleicht auch den einen oder anderen Jungen überzeugt, zu den Junglöwen zu gehen. Das muss man ja alles im Gesamten sehen. Deshalb danke und ja, das wisst ihr, dass wir uns wahrscheinlich nochmal auf vielleicht ein Kaltgetränk oder eine Bratwurst revanchieren. Auf jeden Fall. Daniel, dir alles Gute. Danke, beim Tuchel. Euch auch. So, Hanna, bleib hier. Ich bin weg. Du bist jetzt wirklich entlassen, ne? So, komm, hier, die Hanna, nehmen wir in die Mitte, oder? Ja, weil dann versuchen wir hier den Deckel drauf zu machen. Ja, Hanna, du hast das Mikrofon in der Hand, dann sag doch auch mal was. Weil wir hätten gern die Deutsche Meisterschaft mit nach Baden gebracht, in die Heimat, zu den Rhein-Neckar-Löwen. Jetzt ist die Vizemeisterschaft. Eingetäuscht? Ja, also schon natürlich, weil ich meine, wenn man halt auch mitreist und wenn man natürlich auch den Titel mit nach Hause nehmen, hat es leider nicht gereicht, aber ich finde, dass die Jungs sich schon gut angestrengt haben, heute ein gutes Spiel gemacht haben, aber vielleicht soll es auch heute nicht sein wieder. Irgendwann werden wir auch hier oder in einem anderen, ja, in einer anderen Halle mit dem Titel rausgehen und dann werden die Spiele vergessen. Ja, wir sind auf jeden Fall immer dabei und einer steht im wahrsten Sinn des Wortes immer hinter der Kamera und er wird mich nachher geißeln, weil er hat gesagt, nein, ich bleibe hinter der Kamera und jetzt muss er doch vor. Es macht doch aber auch Spaß, oder? Im Sport, klar, kann so ein Spiel auch dann so ausgehen wie jetzt oder ist man in Anführungszeichen nur Zweiter, aber das zu begleiten macht doch auch Spaß, oder? Ja, schon, ich habe zwar gesagt, ich ziehe den Stecker, wenn er mich vor die Kamera ruft, aber ja, nee. Mir geht es eigentlich wie mit Daniel, ich bin auch ziemlich enttäuscht. Ich denke, es wäre auch mehr drin, aber nicht desto trotz. Super Team, Mediateam. Bei der Gelegenheit möchte ich aber auch mal, wir sind echt ein gutes Team, aber man soll auch mal den Kai hervorheben, unser Mastermind. Nein, jetzt revanchiert doch, er sich. Das machen wir schon, ja. Also er organisiert die Fahrten, was er alles leistet, das muss man echt mal sagen, das ist echt unglaublich. Gut, jetzt stelle ich den Ton gleich ab. Auch die, nee, da, Kai, alles Gute, super, super. Danke, dann gebe ich alles zurück. Und Marcel, eins wollen wir noch mal herausheben heute, die Atmosphäre. Und wir haben jetzt auch einige Spiele auswärts begleitet schon. Das war meisterwürdig, ne? Die Atmosphäre war mit Sicherheit meisterwürdig. Ich weiß, ich war nur hier auf unserer Seite gestanden. Ich war echt überwältigt von der Anzahl und von der Lautstärke. Ich wusste gerade, dass wir so viel Trommeln haben. Auf jeden Fall haben sie alle dabei gehabt. Und auch, wo wir die 13 Minuten lang nur ein Tor geschossen haben, hat keiner aufgegeben bei jeder Aktion. Ja. Und dann haben wir uns ja doch wieder zurückgekämpft und hat es nicht ganz gereicht, leider. Doch zwei Tore zu wenig. Aber die Fans, die stehen hinter der Mannschaft. Egal wie schlecht es aussieht, die waren immer dabei, sind auch in Östring überragend gewesen. Und hier jetzt nochmal der krönende Abschluss. Mit dem Titel wäre es natürlich schöner gewesen, aber ich glaube, da war ein bisschen zu wenig leider. Was mich aber sehr gefreut hat heute, ich möchte eigentlich keine Spiele rausheben, aber Theo Sommer, ich finde, er ist trotzdem ein bisschen wert, dass wir ihn erwähnen heute. 6 Tore gemacht nach der langen Verletzung. Der hat uns mit Sicherheit sehr im Spiel gehalten heute, war echt überrascht von seiner Leistung. Ja, und ich glaube, viel mehr brauchen wir heute nicht mehr sagen. Der Tag ist jetzt gebraucht. Genau. Die Halle wird auch so langsam geräumt. Dann genau. Wir räumen dann auch gleich das Feld. Danke nochmal an alle, die jetzt auch heute nicht hier mit dabei waren. Auch Sabrina und Johannes, die im Hintergrund immer auch jetzt gleich mithelfen beim Abbauen. Allen vom Mediateam, die daheim sind, das mit unterstützt haben. Das war's für die Saison 2023, 2024. Wir haben jetzt auch mal ein paar Tage Zeit, ein bisschen durchzuatmen. Aber ihr werdet immer versorgt mit Informationen auf unserer Homepage, auf unseren Kanälen, auch vom heutigen Spiel. Hätte ich fast gesagt, das war es aus Berlin, aber wir sind ja in Potsdam heute. Ausnahmsweise. Genau, das war es aus Potsdam. Wir wünschen euch noch, was haben wir denn, Freitag? Jetzt können wir ein schönes Freitag, Wochenende wünschen. Macht's gut und bleibt den Löwen treu und schaut immer wieder bei uns vorbei. Tschüss aus Potsdam. Tschüss, tschüss. Und vielen Dank fürs Zusehen. Bis nächstes Jahr. To knock, but nobody answered. I'm going harder, taking my chances. I keep it moving, I keep advancing, keeping it gangster. Getting the perks and I'm happy to earn them. Mr. Ambitious, killing them vicious, Mr. Determined. Riding the storm, I focus on rainbow connections like Kermit. The world on my shoulders, it was a burden. Now I don't notice it.
the shift in the